Jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. So, die Glocken haben geläutet. Die Glocken haben geläutet. Wir haben lange auf die 19 Uhr Glocke in Mannheim-Rheinau gewartet, dass sie vorbei ist. Damit wir unsere 22. Folge beginnen können. Es ist sage und schreibe Folge 22 von Axel V. Wir und die Musik Welt. Und du bist zurück aus Thailand und hast eine Hautfarbe, die ihresgleichen sucht. Dem angemessen ist, ja. Ja, obwohl wir ein sehr warmes, sommerliches Wochenende hatten, bist du unfassbar gebräunt in Deutschland angekommen. Wieder. Ja, das war ein guter Empfang und ich fühle mich ein bisschen wie so ein Brathähnchen. Ich habe nämlich ein bisschen fast zu viel in der Sonne gesessen. Das war nämlich teilweise über 35 Grad und ich heule jetzt ein bisschen rum. Ich wollte gerade sagen, scheint mir unangemessen zu sein, dieser Negativismus. Nein, aber wir wollen jetzt nicht weiter nochmal über deinen Urlaub reden. Haben wir ja schon zur Genüge gemacht in der letzten Folge. Wir haben uns heute ein Thema rausgesucht, was immer mal wieder auch schon aufkam. Wir immer schon überlegt haben, wie können wir das mal angehen, weil das ein bisschen ein komplexes Thema ist. Mhm. Wir haben solche Themen immer mal gemieden, weil das ein bisschen schwierig ist, so in eine Stunde unterzubringen. Aber nach dem einen Thema, was wir auch schon mal hatten, was auch so ein bisschen psychologisch Lebenshilfeartig war, haben wir so viel positives Feedback bekommen, dass wir gesagt haben, jetzt wagen wir uns da mal wieder ran an ein Thema, was nicht einfach nur so lapidar daherkommt, sondern wo es ein bisschen ans Eingemachte geht. Nämlich die Folge soll heißen Projektideen verwirklichen, wie komme ich zum Ziel? Damit meinen wir. Naja, also ich habe kurz überlegt, ob wir wirklich die richtigen Ansprechpartner sind, aber wir haben ja schon. Ob ich total enger nee, ob ihr euch da überhaupt helfen können. Aber ich glaube, allein wenn man darüber spricht, da kommen dann so viele Sachen auf, die dann irgendwie doch ein bisschen erleuchtend sein könnten. Das ist zumindest die Hoffnung, die ich habe. Denn wir haben beide, sagen wir mal, das eine oder andere Projekt verwirklicht. Und ich habe immer wieder jetzt auch mit Leuten gesprochen, die irgendwie festhingen in ihren Projekten. Ne? Die gesagt haben, okay, ich will ein Album verwirklichen oder ich will ein Projekt verwirklichen, ein YouTube-Projekt oder ich will was machen, was auf längere Dauer meine Aufmerksamkeit verlangt. Und es gibt in 80% der Fälle oder 70% der Fälle gibt es den Punkt, dass die Leute eigentlich zu früh aufgeben oder abbrechen. Oder gar nicht erst den Arsch hochkriegen und anfangen damit. Oder gar nicht erst anfangen können aus organisatorischen Gründen oder aus Gründen, wie gehe ich überhaupt ein Projekt an. Ja. Und wir wollen euch einfach mal mitgeben, wie wir das ein oder andere Projekt auf die Reihe gekriegt haben. Da gibt es so ein paar Erfolgserlebnisse und auch ein paar Erlebnisse, die nicht von Erfolg gekrönt sind, würde ich sagen. Und darüber wollen wir sprechen und wollen vielleicht die ein oder andere Idee mitgeben, wie man Projekte dann doch zu Ende bringen kann. Ja, ich bin gespannt, wie du so Dinge angehst. Oder vielleicht weißt du, bist du auch interessiert, wie ich dann Dinge angegangen bin. Also wir meinen, du hast jetzt gerade schon gesagt, eigene Platte machen mal. Oder ja, wir haben ja beide verschiedene Erfahrungen gemacht. Ne? Bands gründen, Bands durchziehen, neues YouTube-Projekt an den Start bringen oder was man sich vielleicht so vornimmt, was man immer schon machen wollte und aber irgendwie vielleicht vor sich her schiebt oder nicht so genau weiß, wie soll ich damit anfangen oder wie kriege ich das überhaupt unter in den Tagesablauf, sowas neu anzuschieben. Genau, wie man sich selber so ein bisschen vielleicht auch organisiert oder Klarheit schafft, Sachen zu planen oder gerade auch die Erfahrung. Du hast ja viel Erfahrung gemacht jetzt mit deiner Band damals, die du gemanagt hast, die Glöchars. Und ich finde ja, eine Band zu managen, viel rumzutelefonieren, Veranstalter anzurufen, das ist ja schon mal ein Riesenuniversum für sich. Damit habe ich zum Beispiel gar keine Erfahrung. Ich bin jetzt, ich habe keine Erfahrung damit, jetzt ein Projekt an den Mann zu bringen. Jetzt zum Beispiel, jetzt wenn ich jetzt sagen würde, ich würde gerne auftreten bei euch in eurem Club oder so, ne? Da habe ich jetzt überhaupt nichts gemacht. Ja, das ist ja dann so ein Teil davon eigentlich nur, Booking zum Beispiel. Booking. Ne? Oder Booking und Management. Also vielleicht nur mal ganz kurz da, um das ins rechte Licht zu rücken. Ich habe zwei Bands mit gegründet und mit organisiert und dann irgendwann als Manager geführt. Wie lange? Das war die Blaspielgruppe und die Clochards. Ich würde mal sagen, das waren so irgendwas zwischen 8 und 10 Jahre jeweils ungefähr so. Okay. Und das waren sicherlich so, zusammen waren das dann unterm Strich irgendwie
haben wir mit den beiden Projekten, das war so am Ende meines Studiums, hat das begonnen und dann waren das, glaube ich, zusammen wahrscheinlich irgendwie 10, 11 Platten, die wir gemacht haben und vielleicht, also auf jeden Fall mal 600, 700 Auftritte gemeinsam mit beiden Acts, die wir in den Jahren gespielt haben. Aber was ich sagen will, ist, das ist jetzt nichts, was ich alleine aus der Taufe gehoben habe, so nach dem Motto, ich, blankes Papier, ich will jetzt eine Band gründen, ich will jetzt die nächsten Jahre davon Gas geben und will das irgendwann mal managen, sondern und das ist vielleicht schon das erste wichtige Thema, nämlich wo kommt überhaupt die Motivation her, sowas zu machen oder wer hat diese Motivation? In meinen Fällen, bei beiden Bands war das so, dass das aus einer Gruppe heraus entstanden ist, nämlich dass das wirklich die Bands waren, die sich gefunden haben, die Bock hatten, was zu machen. Und dann hat man irgendwie gemerkt, hey, da ist irgendwie ein Wurf, da ist was los, das macht irgendwie Sinn. Und dann hat sich schon gezeigt, innerhalb dieser jeweiligen Gruppierung, der eine ist vielleicht eher der Typ fürs Technische, der andere ist eher der Typ für das Organisatorische, der andere ist vielleicht eher was fürs Kreative, Texten oder Songs schreiben oder arrangieren. Und ich war so ein bisschen jeder für, so ein Typ für alles sozusagen. Aber die wenigsten hatten vielleicht das Gen, Dinge zu bürokratisch anzugehen, also das Managen und das Booken und das Verkaufen, Verträge machen, diese Dinge. Das habe ich dann übernommen und habe dann eine Agentur gegründet und habe deswegen auch mit anderen Projekten gearbeitet und diese Sachen auf der Basis von diesen beiden Bands ist also diese Agentur damals entstanden. Es war ein Riesenprojekt mit Firmengründung und hin und her und viel, viel Bürokram. Aber was ich sagen will ist, das hat nur deswegen funktioniert, weil man innerhalb der Bands an einem Strang gezogen hat, weil da klar war, diese Bands wollen was machen und wenn das nicht gewesen wäre, hätte ich da überhaupt nichts organisieren können, weil wenn die Band keinen Drive gehabt hätte, hätte ich es nicht machen können. Aber es war schon eine klare Aufgabenverteilung. Du bist der Typ, der die Telefonarbeit macht und die Zahlenarbeit. Das hat sich dann so ergeben. Das hat man dann noch irgendwann mal so verbalisiert. Ja. Man hat vielleicht auch mal gesagt, guck mal hier, mach du mal den Audiokram. Ja. Willst du das vielleicht recorden? Weil also unser Drummer, der Philip Stable zum Beispiel, war in beiden Bands jemand, der einfach von vornherein sehr viel Wissen und auch Equipment hatte, was so Recording angeht. Der hat sich um die Dinge gekümmert und hat dann ab und zu auch mal dafür im Rahmen der Möglichkeiten auch Kohle bekommen. Das ist ja auch mal so eine Frage, wie wird man überhaupt... Wie geht man so ein Projekt ran? Ist das erstmal nur Schall und Rauch, also ohne Geld? Das ist eine andere Art von Motivation manchmal. Oder kann man das irgendwie unterfüttern mit, es gibt auch ein bisschen Geld oder vielleicht sogar sehr viel Geld an irgendeinem Punkt? Ja. Dann ist die Motivation vielleicht eine andere oder man ist es leichter zu motivieren, wenn man davon auch leben möchte in gewisser Form, wenn es nicht ein Hobbyprojekt ist. Aber so hat sich das ergeben, der eine konnte das, der andere konnte das, der eine war eher für die Arrangements, der andere war eher für Bühnenaufbau, der andere hatte Sinn für Kostüme, der andere hatte Sinn für, ich mache mal die Reiseplanung und ich habe halt dann das Management, das Booking gemacht. Hat sich dann so ergeben, dass bei mir viel zusammengelaufen ist, sagen wir es mal so. Aber man kann schon sagen, also ne, mir geht es ja oft auch ein bisschen darum, so wie fängt man jetzt, also generell jetzt in diesem Podcast, in diesem Thema, wie fängt man jetzt ein Projekt an? Wie kriegt man den Motor überhaupt zum Laufen? Und wenn er dann mal läuft, wie kriege ich es auch durchgezogen, dass er bis zum Ziel läuft? So, wie hast du es denn gemacht? Du hast jetzt auch einige Platten unter deinem eigenen Namen gemacht, wo du alleine warst, wo du nicht in der Gruppe gearbeitet hast, sondern wo du offenbar eine Motivation hattest, ich will eine Platte machen. Ja, also ich versuche jetzt direkt mal so die Verbindung hinzukriegen. Ne? Also bei dir, in deinem Falle, in so einem Bandkonstrukt ist es ja oft so, dass eine Person in der Band sein muss, die den Wagen so ein bisschen anschiebt. Im Sinne von, okay, ich mache erstmal die Drecksarbeit. Ich rufe erstmal an und mache das Unangenehme und versuche mal an die Leute zu gehen und unser Projekt erstmal zu verkaufen und versuche erstmal das Projekt überhaupt auf so eine wirtschaftliche Ebene zu bringen. Ne? Weil oft ist es ja so, man startet eine Band, man hat eine Idee, man hat total Bock auf irgendeinen Musikstil. Man sagt, okay, ich will jetzt unbedingt eine Funkband machen. Ich will unbedingt eine Reggae-Band machen oder so, weil ich total geil finde. Und dann irgendwie so 3 Monate später hat man wieder eine andere Idee, findet was anderes geil. Das ist ja oft das Problem, warum ist das so? Warum drehen sich manche Leute im Kreis? Mhm. Und das ist auch meine Erfahrung, jetzt um auch gleich auf mein Projekt dann zu kommen. Für mich ist es oft so, dass ich gemerkt habe, wenn ich den ersten Stein mal zum Rollen bringe, das ist irgendwie eine gute Metapher, weil wenn
wenn du den ersten Schritt mal machst und zum Beispiel den ersten angerufen hast, egal ob es ein Veranstalter ist oder ob es vielleicht ein Bandmitglied ist, ich rufe jetzt zum Beispiel einen Drummer an, einen Schlagzeuger und frage ihn, ob er in meiner Band spielen will oder so. Mhm. Wenn man diesen ersten Stein, diesen ersten Schubs mal gemacht hat, dann gibt es manchmal so eine Kettenreaktion und viele Sachen ergeben sich dann plötzlich und es gibt plötzlich so einen Schub. Das kann mal wieder ein bisschen festhängen, da muss man wieder irgendwo mal eine Stellschraube bewegen. Ja, genau. Aber das ist oft so meine Erfahrung und ich glaube, wenn du als jetzt in dem Fall Manager der Band schon so die ersten Gigs an Land gezogen hast und man Erfolge sieht, dass man vielleicht irgendwas verkaufen konnte und man Gigs an Land gezogen hat und dann gibt es so eine Motivationsspirale. Ne? Und der Begriff Motivation ist ja auch immer so ein bisschen irreführend, weil viele denken, Motivation kommt von außen. Also man müsste einfach motiviert werden von irgendwas. Ich muss ein Video gucken. Das kann passieren. Das ist eher Inspiration, finde ich. Genau. Oder eher was ich bin jetzt inspiriert von einem Musikstil und versuche dann da ein bisschen drauf hinzureiten. Ne? Aber es muss eben nicht so sein. Es kann auch, wie du sagst, ich gehe da komplett konform. Mhm. Manchmal muss man sich selber motivieren und sagen, ich mache jetzt einfach. Ja, genau. Ich kenne es eigentlich eher so, dass ich mich im Prozess motiviere. Dass ich merke, okay, ich gehe jetzt richtig rein und versuche, diese Anfangsschwierigkeit zu überwinden, so den inneren Schweinehund zu besiegen und erstmal so, okay, ich gehe es jetzt erstmal an, na, auch wenn es weh tut. Und dann kommt die Motivation von selbst auf den Weg. Das kann ich ganz oft so. Und ich glaube, das muss man immer im Hinterkopf behalten, dass man im Arbeitsprozess oder im Entstehungsprozess dann viel Motivation finden kann. So. Mhm. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man nicht erwartet mit so einer Anspruchshaltung, ich muss von außen motiviert werden, sondern man muss schon selbst ein bisschen Gas geben. So, ja. Ne? Das ist so meine Erfahrung. Aber jetzt ist es ja auch ein krasser Unterschied jetzt, ob du jetzt eine bestehende Band managst und da, ich sage mal, so eine demokratische Struktur irgendwie managen musst, wo jeder auch seine Aufgaben vielleicht hat. In meinem Falle war es so, dass ich alleine war, jetzt zum Beispiel mein Instrumentalprojekt oder mein eigenes Album, oder vielleicht mein YouTube-Projekt Monochrome Sessions, wo ich in der Corona-Zeit einfach Leute angerufen habe, in mein Studio geholt habe und gesagt habe, ey, ich mache euch eine Pasta, ich mache Nudeln und das kann ich bieten. Habt ihr Bock, Musik zu machen? Ich mache die Videos. Und wir machen Live-Versionen aus Songs, eigene Songs, bestehende Songs und so weiter. Das war für mich ein richtiger Kraftakt, muss ich sagen, weil es ist einfach immer, wie soll ich sagen? Es ist immer so ein bisschen ein Kraftakt, wenn man ein Projekt zum Laufen bringen will und Leute anrufen muss und Sachen organisieren muss. Dann kann der nicht, dann sagt der irgendwie so, ja, ich kann vielleicht und wir gucken, dann musst du einen Termin festmachen und dann hast du eine Session gefunden und die Musiker zusammen, dann musst du anfangen, die Sache zu organisieren und so weiter. Ne? Also es ist schon ein Kraftakt und das darf man immer nicht unterschätzen. Aber was mich jetzt interessiert, bei den Monochrome-Sessions, die du gemacht hast, dieses YouTube-Projekt, war das für dich von vornherein mit einer Deadline verknüpft? Also hast du gesagt, ich will 5 von den Dingern machen oder 10? Oder hast du gesagt, ich will das jetzt mal starten, mal gucken, wie es läuft, vielleicht mache ich da 100 Stück von? Nee, das ist eine gute Frage. Ich glaube, es hilft immer, sich Ziele zu setzen. Ne? Also ich habe gesagt, ich will 10 Stücke. Okay. Das Ziel war, 10 Stücke hinzukriegen. Ich habe dann 3 Stücke oder so auch selber gemacht, Solo-Akustik. Ja. Weil ich nicht immer die Leute zusammengekriegt habe und weil ich mir dachte, ja, eine Solo-Akustik-Nummer zwischendrin ist auch mal ganz schön. Und dann habe ich auch eine Duo-Version mit Marvin damals einfach gemacht, Marvin Skondo. Mhm. Und dann habe ich dann ein paar Sessions, sogar eine mit Gregor gemacht, wo der Tommy Baldu mitgespielt hat auch. Und dann habe ich eine mit dem Johnny König gemacht und der Stefanie Neigel. Und das war auch, das waren so Sessions, wo ich wirklich ein paar Leute organisieren musste und terminlich auch immer so ein bisschen Action. Aber was mir immer geholfen hat, und da komme ich auch so zum ersten Punkt, war die Kontrolle zu behalten, indem ich alles versucht habe,
visuell darzustellen, zum Beispiel mit einer Tabelle oder so. Mhm. Also ich bin ein sehr visueller Typ. Man muss auch selber immer ein bisschen herausfinden, was man so für ein Typ ist. Manche Leute können sehr gut mit Zahlen umgehen oder mit anderen Formen. Für mich war es immer so, ich muss genau sehen, wo der Fortschritt ist. Und ich muss sehen, wen ich hier angerufen habe und wen nicht. Also ich habe eine Tabelle gemacht und habe für jeden Song eingeteilt, wer da in der Band spielt, wen habe ich als Drummer, wen habe ich als Keyboarder und so weiter, und habe angefangen, die komplette Sache zu planen, und man hat ja dann auch plötzlich 3 oder 4 Ideen und vergisst schon die erste wieder. Ne? Das heißt, eine Tabelle hilft schon mal total, ein Bild davon zu kriegen, wo wer spielt und so weiter. Mhm. Ne? Also dieses Projektplanungsding, das habe ich dann da so ein bisschen angewandt und habe dann da auch gemerkt, dass mir das total hilft, weil ich einen Prozess auch gesehen habe. Ja, ich verstehe es. Ja. Was mir gerade einfällt, ich habe ja immer mal wieder die Möglichkeit gehabt, im Theaterbereich zu arbeiten. Mhm. Ich habe sicherlich so 15 freie Theaterproduktionen oder manchmal auch an Häusern gemacht, oder wurde ich als Musiker involviert quasi, wo ich Musik geschrieben habe und dann das so mitbekommen habe, wie das funktioniert im Theaterbereich. Also du hast die Musik für das Theater geschrieben oder? Genau, genau. Und teilweise auch selber auf der Bühne mitgespielt. Also, für ein Orchester, also für ein Ensemble? Nee, nicht für ein Ensemble, sondern eher für freie Theaterproduktionen, wo man jetzt nicht so klassisch mit Orchester arbeitet, sondern wo ich mit Ableton irgendwas gemacht habe, Bassklarinette und Ableton. Ah, oder also so mit so genau. Zuspieler und dazu. Ja, oder halt auch wirklich ganz crazy Geschichten mit Re-Recordings von Sounds und so Performance-Situationen. Okay. Oder also je nachdem, was ich will da gar nicht zu sehr jetzt inhaltlich ins Detail gehen, worauf ich hinaus will, ist, was ich total spannend finde, was mir nämlich da in diesem Kontext aufgefallen ist, wenn du projektmäßig denkst, und so ein Theaterstück ist immer nur ein Projekt, da hast du quasi entweder, der Spielplan ist vorgegeben, du hast quasi ein Budget, das Haus oder das Ensemble hat Budget, was weiß ich, 40.000 Euro oder 20.000 Euro und jetzt probt man 4 oder 5 oder 6 Wochen. In der Zeit habe ich als Musiker oder der Tänzer oder der Arrangeur, wer auch immer, hat jetzt Zeit, kreativ für dieses Projekt zu arbeiten. Das ist ein total klar abgesteckter Rahmen, der dann auch zeitlich danach total klar abgesteckt ist, weil das Ding nämlich einfach nur 10 Vorstellungen spielt. Okay. Oder vielleicht 15 Vorstellungen. Okay. Und wenn es richtig gut läuft, dann wird es vielleicht in der nächsten Spielsaison nochmal wieder aufgenommen. Vielleicht bist du dann gar nicht mehr beteiligt, weil du nur die Musik geschrieben hast, dann bist du raus. Ja. Das heißt, es ist ein Projekt, was in meinem Fall waren das vielleicht immer so gefühlt 2 Monate. Da habe ich kreativ was gemacht, habe am Rechner gesessen, habe geschrieben, habe in Dropboxen gearbeitet, die rot waren, weil sie noch nicht, die Songs waren noch nicht fertig. Dann habe ich irgendwann die Songs, die ich bearbeitet habe, habe ich gelb gemacht. Ja, da habe ich so einen Überblick bekommen, von den 15 Stücken, die ich für das Stück brauche, sind jetzt 7 sind schon gelb, 3 sind schon grün, ja, die sind schon fast fertig. Prozess. Genau, wenn ich morgens mich hingesetzt habe, mich mal rangegangen, geil, jetzt ist schon, ich bin auf der Finalstrecke, ich muss noch 2 Dinge bearbeiten, dann bin ich eigentlich mit meiner Leistung fertig. Ja. Und dann merkt man so, okay, und dann geht's in die Vorstellung so. Und dann ist das Ding aber abgespielt und fertig. Ja. Das heißt, ich hatte auch ganz klar vorher vor Augen, das ist ein Prozess von 2 Monaten. Und das ist auch im Kalender so, das sind die und die Vorstellungen. Ich habe dazwischen auch andere Gigs gespielt, andere Sachen gemacht. So, worauf hinaus will, ist, im Vergleich zu Musik machen, in vielen Fällen ist es ja so, man hat eine Band oder man hat ein Projekt, was vielleicht schon besteht oder auch noch nicht. Du machst die erste oder die nächste Platte oder das nächste Live-Programm oder wie auch immer. Und dann spielst du das oder release die Platte und gehst mit der Platte dann auf Tour oder spielst diese Songs eben bei den Gigs, die man so hat. Aber häufig gibt es da keine Deadline, sondern man hofft ja, wir wollen damit viel spielen. Wir wollen das, genau. Das ist ein Open-End-Projekt. Das ist eigentlich ein Open-End-Projekt, genau. Und wo ist dann der Punkt, dass man sagt, okay, jetzt haben wir das abgespielt oder wir müssen jetzt ein neues Programm machen, weil entweder keine Zuschauer mehr kommen oder man merkt, die Veranstalter brauchen wieder einen neuen Titel oder brauchen wieder neue Songs. Du musst wieder für Promo neues Material liefern. Das ist ja häufig so eine Halbwertszeit von 1 bis 2 Jahren manchmal. Ja. So, und in diesen Situationen finde ich es total spannend, wie dann Bandprojekte manchmal auseinanderbrechen. Weil du hast vielleicht was gemacht, was vielleicht sogar erfolgreich war. Und dann ist das aber dieser Punkt, okay, man hat das gespielt, hatte auch Spaß dabei, hat vielleicht auch genug Geld verdient, egal wie.
Und dann merkt man aber, jetzt kommen ein bisschen weniger Zuschauer oder jetzt sind vielleicht auch schon wieder, ich habe da eine andere Band, wo ich auch schon wieder was Neues gemacht habe. Ja. Der Bassist macht schon wieder mit denen irgendwas anderes. Und dann merkst du so, es zerfasert so. Ja. Und wenn ich dann in der Band als Manager bin, dann merke ich so, oh Moment, ich spüre, da geht so ein bisschen die Motivation flöten gerade. Und was muss man jetzt machen? Vielleicht auch als Band intern, dass man, das jetzt mein Ding ist so, Leute, nicht einfach die next best seitensprungmäßig auf die nächste Band, aufs nächste Projekt springen, sondern wenn man will und wenn man Bock hat, dass das wieder so ist, wie es am Anfang war, muss man halt dran arbeiten. Wie in jeder Beziehung, wie in jedem Projekt auch, ich muss wieder reinschießen, ich muss wieder kreativ werden, proben, neue Songs schreiben oder neues Material, neue Ideen liefern. Und das ist das, was du machst. Wenn man das macht, kommt auch wieder die Motivation, weiterzuarbeiten an dem Projekt. Und das habe ich häufig meine Rolle gesehen in Projekten, dass wenn es nicht ein Dead-End-Projekt ist, sondern wenn es ein Open-End-Projekt ist, dann zu sagen, Leute, jetzt ist so, ich gebe euch das Feedback, die Veranstalter oder man merkt, es ist, wir müssen jetzt wieder arbeiten, damit wir wieder neuen Wind generieren sozusagen. Ja. Und die Leute damit zu motivieren und zu sagen, versteht ihr, was ich meine? Jetzt lass uns auf den Arsch setzen, lass uns in den Proberaum gehen, lass uns Songs schreiben, lass uns arrangieren. Und dann lacht man sich wieder an, weil man merkt, ey, du hast einen geilen Song geschrieben, der ist aber geil, lass uns das machen und dann probiert man den live aus. Ja. Aber du steckst wieder Energie rein in das. Du pflanzt wieder Pflanzen in den Boden rein, die dann wieder wachsen können. Und das ist, glaube ich, immer das Schöne an abgeschlossenen Projekten oder abschließbaren Projekten. Wenn du eine Band hast, mit der du immer wieder spielst, ist das so ein Open End. Aber wenn du sagst, du hast ein Album und du gehst im neuen Jahr mit einem Album auf Tour und hast neue Songs, dann ist das immer auch wieder so ein kleiner Neuanfang. Ne? Vielleicht wird die Bühne ein bisschen anders designt, ein anderer Backdrop oder was weiß ich was. Und die Bühne hat ein anderes Layout farblich und so weiter. Das kann ja auch immer so ein bisschen sich wie ein Neuanfang anfühlen. Genau. Und das gibt dann auch oft noch mal so ein Gefühl, wo ein bisschen was frischer sich dann anfühlt. So, ne? Ja. Das ist immer cool. Und ich habe das auch immer gemacht. Jetzt bei meinem Projekt habe ich gesagt, ich mache 10 Songs. Und das ist Staffel 1. Und ich kann, wenn ich will, Staffel 2 machen. Über was für einen Zeitraum hast du dieses Projekt gemacht? Naja, das ging los, als Corona im März anfing, 2020. Und im Sommer habe ich dann angefangen, als ich gewusst habe, also als klar war, dass wir nicht auf Touren gehen können, habe ich angefangen, die ersten Sessions zu planen. Mhm. Ich hatte da schon vorher ein bisschen Erfahrung mit meinem Studio, weil ich da schon Projekte gemacht habe. Und dann habe ich gemeint, wäre eigentlich geil, ein YouTube-Projekt zu machen. Ne? Ich hatte eigentlich vor, mehr zu machen, dann weiterzumachen. Aber da es so zeitaufwendig war und von der Planung her, ist genau das eingetreten. Ne? Es ist auf der einen Seite ein Erfolg gewesen, auf der anderen Seite hängt es jetzt fest. Mhm. Weil eigentlich wäre es jetzt cool gewesen, jetzt regelmäßig weiterzuliefern, ne? und Sessions zu machen. Aber geht die Tour wieder los, dann kommen wieder die Gigs, dann muss ich natürlich mich vorbereiten auf Sachen, dann bin ich wieder unterwegs und dann wird es immer schwieriger, sich darauf zu konzentrieren. Das hat meine ganze Zeit beansprucht, weil ich habe ja nicht nur die Band geplant, sondern ich habe das dann auch gemischt. Ich habe jeden Song gemischt, ich habe jeden Schnitt gemacht, also ich habe mehrere Kameras hingestellt, 3 oder 4 Kameras, ich habe einen Multicam-Schnitt gemacht. Hab das dann, zum Glück war es schwarz-weiß, ich musste kein krasses Color-Grading machen und so. Deswegen hast du das Monochrome-Sessions gemacht. Ja, genau, weil ich keinen Bock hatte auf wahnsinnige Farbgestaltung. Und weil ich es auch cool fand, es war auf der einen Seite war es pragmatisch, auf der anderen Seite ist ein Arbeitsschritt weggefallen, nämlich ein längerfristiges Color-Management. Und das war natürlich dann über diesen Zeitraum von vielleicht so 6 Monate oder 7 Monate oder so. Aber wir reden über ein Projekt, was absolut ohne Kohle stattgefunden hat. Ja, vollkommen. Du hast gar keine Förderung, du hast nichts gehabt. Keine Förderung. Und du hast auch nicht in Aussicht gehabt, dass da irgendwie Kohle bei rumkommt. Null. Ich habe einfach nur lediglich, wir wollen Musik machen und auf YouTube irgendwie stattfinden. Ja, wir haben alle keine Jobs gerade. Ja. Wir sitzen zu Hause. Ja. Ich habe hier ein Projekt. Ich organisiere alles. Ich mache euch Spaghetti. Komm vorbei, wir machen was. Ja, und sowas kann man halt dann auch wirklich, das ist ja auch so ein Thema. Ja. Das kannst du während Covid machen, aber das könnte man wahrscheinlich im normalen Business-Modus
weder du noch die anderen hätten wahrscheinlich viel Zeit zur Verfügung stellen können, das zu machen. Ja. Wenn man davon lebt, professionelles macht und eben seine Freizeit nicht zur Verfügung stellen kann. Ja, da kommt man nämlich genau in den nächsten Punkt. Du brauchst, um bestimmte Projekte zu verwirklichen, ein Budget. Ne? Ja, genau. Und das ging mit meinem Instrumentalalbum, weil da habe ich eine Förderung bekommen. Das war auch noch in der Corona-Phase. Mhm. Es gab die Initiative Musik und die haben damals 3.500 Euro ausgeschüttet. Und dann musste man erklären, was für ein Projekt man macht. Es gab musste eine Projekterklärung oder man musste eine kleine Story schreiben, was man da machen will. Ja. Von 2 DIN A4 Seiten oder ja, ich glaube irgendwie so. Und dann habe ich da Geld bekommen, es hat wirklich geklappt und ich konnte Musiker bezahlen. Ne? Ja. Dann Tommy, ich habe dich gefragt einmal und habe wirklich, wirklich Gagen auszahlen müssen, die üblich waren für so eine Tagessession. Ja. So, ja, genau. Ne? Und das war, hat natürlich super Spaß gemacht. Ich habe Alex Höften gefragt, der hat einige Sachen eingespielt und habe da wirklich Geld in die Hand genommen. Und dann habe ich noch das Mastering bezahlen können. Ja. Und noch andere Sachen. Aber ich habe ja kein Album produziert. Ein EP, oder was ist das? Ja, ich habe keine CD pressen lassen in dem Sinne, sondern ich habe einfach ein Digitalalbum rausgebracht und habe dann noch das Coverdesign selbst gemacht. Das musste ich nicht bezahlen. Aber vielleicht an der Stelle nur, weil du es eben kurz erwähnt hast, Initiative Musik. Das war natürlich also ein bisschen auch so eine Covid-Thematik. Da gab es ja mannigfaltige Stipendienmöglichkeiten, wo man sowas umsetzen konnte. Ja. Die Zeit ist natürlich jetzt glücklicherweise vorbei, aber es gibt ja trotzdem die Initiative Musik, das ist ja vielen unseren Zuhörern auch ein Begriff. Die gibt es ja aber nach wie vor, die gab es auch schon vorher und die gibt es auch nach wie vor. Die haben immer jährlich verschiedene Förderrunden, wo man sich eben mit künstlerischen Projekten ja bewerben kann. Ja. Da muss man dann quasi, also ich muss jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen jetzt, aber grundsätzlich ist es so, du kannst dich bewerben, da ist eine Jury, die wechselt auch immer, die sagen dann, ist geil oder ist nicht geil oder du kriegst es oder du kriegst es nicht, aber du kriegst nicht einfach einen Betrag X, sondern du musst quasi eine ziemlich detaillierte Kalkulation aufstellen, was hast du damit vor, was kostet das und so weiter. Ja, genau. Und du musst auch einen Eigenanteil liefern. Mhm. Und der ist nicht super gering. Also das ist nicht einfach so, Schenkung, mach mal, sondern das muss, die wollen schon sehen, dass da auch Hand und Fuß dahinter ist, sozusagen. Es kann aber alles sein. Es kann ein CD-Projekt sein, es kann eine Tour sein, es kann ein Videoprojekt sein, es kann auch eine Mischung sein aus Tour und Recording oder wie auch immer. Ja. Und es müssen immer zwei Parteien beteiligt sein. Du kannst es nicht ganz alleine machen, sondern du brauchst eigentlich noch ein Management oder eine Plattenfirma oder eine Produktionsfirma. Also, dass quasi zwei Parteien gemeinsam dieses Projekt stemmen. Also, das kann ich jetzt nur empfehlen, wenn man so denkt, oh, ich würde meinen Arsch hochkriegen, aber ich habe kein Geld. Ja. Schaut mal bei der Initiative Musik vorbei in Berlin oder natürlich online. Das hilft, ja. Und wenn, das hilft, ja. Ich meine, so das Finanzielle ist immer eine große Hürde. Ne? Manchmal ist ja, dass irgendwie dann doch Geld da ist und man kann irgendwie ein Projekt starten. Aber oft ist es ja so, als Künstler, dass man anfängt, Energie zu investieren, ohne zu wissen, dass das Projekt irgendwie erfolgreich ist. Richtig. Das ist leider ganz oft so. Ne? Damit muss man sich als Künstler, glaube ich, ganz schön abfinden. Aber das ist natürlich auch diese Passion. Wir haben eine Passion dafür, was wir tun. Genau. Und dann ist vielleicht manchmal der wirtschaftliche Faktor gar nicht so ausschlaggebend, am Anfang zumindest. Ne? Ja. Nachher vielleicht muss es irgendwann, kommt es an den Punkt, dass man muss irgendwann Geld verdienen damit oder mit der Band oder ich glaube, bei Releases haben sich viele Leute schon davon verabschiedet, überhaupt da richtig viel zu verdienen damit, sondern es geht vielleicht eher darum, man hat was raus, das ist ein neues Promo-Tool, die neuen Songs sind am Start, es kommen neue Videos dazu und dann kann man dadurch Auftritte bekommen. Ja. Das ist vielleicht so der aktuelle Moment, wie man damit umgeht. Ja, und da kommt man eigentlich auch schon zu einem nächsten Pfeiler, sage ich mal, für Projekte, nämlich Begeisterung oder die Begeisterung für das eigene Projekt. Weil ich merke ganz oft, dass manche Leute kriegen das total gut hin, andere Leute mitzureißen, manche gar nicht. Ne? Also, weißt du, was ich meine? Ja, also ich zum Beispiel, ich bin immer so kritisch mit meinem Zeug. Ich muss immer gucken, so, Alter, das ist geil, was du machst. Das musst du nur noch den anderen Leuten erklären, dass das geil ist, was du vorhast. Ne? Und das finde ich manchmal schwierig, wenn man so selbstkritisch ist. Und wenn man permanent so an dem Punkt ist, wo man sagt, ja, ich müsste noch ein bisschen was verbessern oder so. Ne? Du musst irgendwann mal einen Weg finden, wie du das schaffst, dich selber auch ein bisschen zu feiern mit dem, was du machst. Absolut. Und dass du selber auch wirklich davon überzeugt bist, von dem, was du machst. Ne? Einfach vielleicht auch anerkennen. Sonst kannst du keine Leute mitreißen, das ist schwierig. Das, was man da jetzt machen will,
ist immer eine Momentaufnahme, ist eine Momentsituation. Ja. Die kann ein Jahr später vielleicht besser werden, mhm, oder du selbst kannst in deinen Augen vielleicht ein Jahr später mehr geübt haben und besser klingen oder bessere Songs schreiben, ja, aber dann machst du halt erst ein Jahr später und zu dem, mhm, Zeitpunkt denkst du genau wieder so darüber, hier, nächstes, mhm, Jahr bin ich noch besser, mhm, ja, dann machst du nie eine Platte und dann, ja, gehst, genau, gehst nie mit einer neuen Band raus. Ja. Das heißt, einfach zulassen, dass man sagt, das ist jetzt cool, was wir gerade haben, mhm, let's do it. Mhm. Deswegen, ich finde es ja immer geil, wenn mehrere Leute dabei sind und, ja, ich finde es geil, wenn man in der Lage ist, bei aller Gruppendynamik und Männerhumor und Romantik im Proberaum, hey, wir sind geil, wir sind toll. Ja, nee, ich meine, so dieses Gruppenfeeling, ja, ja, wie sich eine Band anfühlt, das meine ich jetzt mit Männerromantik. Ja. Natürlich können auch Frauen dabei sein, kein das gleiche Feeling, das war jetzt einfach nur der Schnelligkeit halber. Dass man aber trotzdem realistisch ist und sagt, Leute, wer von uns ist darin gut, wer ist, ja, darin gut? Du kannst, ja, geile Videos machen, du kannst dich um das Orga-Ding kümmern und du bist der Typ, der uns gut in den Arsch treten kann. So, ja. Und das einfach auch mal aussprechen und, ja, diese Aufgaben vielleicht auch konkret verteilen, ja, und sagen, was ist jetzt gerade bei dir los, warum kommt da nichts? Ja, ich habe ein Kind gekriegt oder ich habe, mhm, jetzt so viel am Hut. Okay, ist so, mhm, dann kann das vielleicht die Gruppe irgendwie kompensieren und trotzdem weitermachen. Ja. Man muss darüber reden. Ich finde es wichtig, so diese Dinge auszusprechen. Nächster Grundpfeiler, Kommunikation. Genau. Weil das ist nämlich krass, ja, wichtig. Ja. Ich glaube, wenn man gerade ein Projekt anfängt und wenn man seine Vision, die man hat, also vielleicht ist es sogar cool, wenn man die mal aufschreibt, mhm, ne, mit einem Mindmap. Einfach, was für eine Vision habe ich, was habe ich für Erwartungen? Und wenn man das mit seinen Leuten kommuniziert und sagt, ey Leute, es ist am Anfang wahrscheinlich überhaupt ja, kein Geld im Spiel. Ja. Wir alle sitzen im selben Boot. Wir versuchen, dieses Boot anzuschieben und versuchen, irgendwie, mhm, das zum Laufen zu bringen. Aber wenn es läuft, was passiert dann? Ja. Dann ist es nämlich so, dass wir das Geld untereinander aufteilen oder so, ne? Dass jeder auch irgendwie weiß, okay, ich habe auch am Ende was davon, wenn ich meine, ja, Energie da reinstecke. Das muss, glaube ich, ganz klar kommuniziert sein. Vielleicht muss man es auch wirklich schriftlich mal festhalten. Ja, absolut. Dass man in einer E-Mail so eine Art, wie sagt man, ein Manifest aufschreibt. Ja, Band-Meeting machen. Ne? Ja, hinsetzen und, ja, und klingt, quatschen klingt, drüber. Ja, es klingt ja, abgedroschen, aber es ist, ich glaube, man muss dieses typische Ding, ich mache ein Manifest, wir alle einigen uns auf diese Projektform oder auf das, was dann am Ende rauskommt und was passiert, wenn es wirklich mal läuft, dass die uns alle auch so ein bisschen ein Versprechen geben, so, ne? Hm. Und man da dran entlang arbeitet. Ich glaube, das hilft immer sehr, weil wenn man so planlos drauf losarbeitet, klar, das kann natürlich auch funktionieren, ne? Gibt's ja ganz viele Beispiele. Aber es gibt auch ganz oft Probleme dann, wenn es heißt, ja, ich stecke aber viel mehr Arbeit rein als du. Ja, oder genau. ich hab ja viel mehr Arbeit reingesteckt in das Projekt und warum bekomme ich jetzt zu wenig oder so. Da gab's ja, da sind ja schon ganze Bands dran zersplittert. Ich muss ja sagen, für meinen Teil, ich habe das eine Zeit lang gemacht, mit verschiedenen Acts, wie ich eben schon sagte, wo ich so ein bisschen beteiligt war in der Gründung, aber eher so demokratisch war das immer. Ja. Und dann ist das aus verschiedenen Gründen, bei den meisten Projekten habe ich mich dazu entschieden, das nicht weiterzumachen, mhm, aus verschiedensten anderen Gründen. Aber jetzt ist für mich es eigentlich so, dass ich ganz selten in dieser Situation bin. Mhm. Nämlich ich bin jetzt eigentlich dieses typische Hired-Gun-Ding, du ja auch in vielen Fällen, dass man quasi eben nicht im demokratischen Kontext agiert, sondern ich werde angerufen und ich werde gefragt, kommst du hier wieder mit auf Tour oder kannst du eine Platte mit einspielen? Ja. Aber eben Hired Gun mäßig und nicht, ich bin nicht in der Kreativsituation, dass ich mitentscheiden muss. Ja, ja. Ich darf zwar kreativ was anbieten und ist auch gern gesehen, aber wenn ich sage, ich habe keine Zeit, habe ich keine Zeit. Ja, aber da ist das Agreement ja klar, ne? Ja, genau. Ich rufe dich an, du spielst 2 Stunden in Stuttgart, genau, und kriegst dafür so und so viel 100 Euro. Genau. Dann ist das Agreement klar, Handschlag, tschüss. Und worauf ich hinaus will, ist, ich bin aktuell mit diesem Modell ganz froh, ehrlich gesagt. Ja. Weil ich finde, dass das Demokratische in vielen künstlerischen Projekten, wenn es klappt, ist es total geil. Mhm. Aber es ist auch wahnsinnig schwer, dass es dauerhaft klappt. Mhm. Und es ist auch teilweise sehr anstrengend, weil natürlich der kommunikative Prozess, das Demokratie ausleben und finden, gerade im kreativen Bereich, teilweise echt schwer ist. Mhm. Und gerade
wenn neue Sachen angeschoben werden sollen und dann noch nicht viel Geld im Spiel ist. Mhm. Und wir aber alle natürlich ein Auskommen brauchen, weil wir uns selbst und vielleicht die Familien irgendwie über Wasser halten müssen. Mhm. Da tat es mir ganz gut, nach gefühlt 15 Jahren des Low-Budget-mäßigen, self-made, demokratischen Agierens, einen Gang zurückzuschalten und in die Sideman-Position zu gehen und nicht so krass diese Dinge zu machen. Ich habe natürlich tausend andere Sachen auch wieder gemacht nebenbei, die dann nicht so sind, sondern die dann auf meinen Mist gewachsen sind. Aber trotzdem, beides hat ein Für und Wider. Diese von oben herab organisierte Sache ist manchmal zielführender, aber kann vielleicht auch frustrierend sein für die Leute, die dabei sind. Da ist der demokratische Prozess vielleicht schöner manchmal, kann aber auch genauso nervig sein. Aber das Coole an der Sache ist, jemand anderes organisiert das Projekt und hält es am Laufen. Mhm. Du änderst die Perspektive und du siehst plötzlich die andere Seite. Wie ist es, wenn ich organisiert werde von jemandem? Genau. Und das ist, ich glaube, diese Perspektivenvielseitigkeit oder diese, wie soll man sagen, also diese Blickwinkel, die jeder vielleicht mal lernen oder erlernen kann, die helfen super krass einzuschätzen, total, wie sowas abläuft und wo man steht und auch einzuschätzen, was hat derjenige am anderen Telefonapparat hier für Herausforderungen, auf die ich eingehen kann. Ne? Ja. Vielleicht hätte ich zum Beispiel vor 10 Jahren anders reagiert bei dem einen oder anderen Bandmeeting, wenn ich schon mal die andere Erfahrung gemacht hätte. Vielleicht. So ungefähr. Und das finde ich immer super gut, wenn man einfach beide Seiten so ein bisschen kennt. Ne? Genau. Also das ist auch eine Empfehlung, von beiden Perspektiven aus Erfahrungen zu machen. Ja. Und wenn man jetzt nur Hired Gun ist, dann, das ging nämlich mir auch oft so, ich bin eigentlich schon eher derjenige, der in Projekten irgendwie eingesetzt wird. Mhm. So, ne? Wenn man überwiegend das macht, ist es halt super sinnvoll, wenn man einfach mal selbst ein Projekt in die Hand nimmt und mal die Erfahrung macht, wie ist es eigentlich, wenn ich der Typ bin, an dem alles hängt. Ja. Weil es ist nun mal so, es ist meistens dann doch einer da, wenn der nichts anschiebt, dann passiert auch nichts. Ne? Gab es denn bei dir Projekte, die nicht auf eine kurze Projektdauer angelegt waren, die du dann aus irgendwelchen Gründen aktiv beendet hast, wo du gesagt hast, ich evaluiere jetzt und sage, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, es macht keinen Sinn mehr oder ich habe einfach keinen Bock mehr? Oder gab es so Momente, wo du gesagt hast, das beende ich jetzt oder da steige ich aus? Absolut, also es gab immer Momente, wo ich gesagt habe, ich stehe jetzt da nicht mehr hinter. Es gibt verschiedene Gründe, warum man ein Projekt nicht mehr machen will. Ne? Also zum einen sagt man, okay, ich sehe mich da nicht mehr, ich passe da nicht mehr rein, ich fühlt sich an wie ein Fremdkörper. Bandprojekt zum Beispiel, es werden Fotos gemacht und ich muss plötzlich irgendwie, was weiß ich, ein komisches Kostüm anziehen oder sowas. Weißt du, ich meine, also ich sehe mich da nicht mehr. Es fühlt sich an wie ein Fremdkörper. Das ist ein Grund, wo man oft sagt, okay, ich steige da aus. Dann ist es vielleicht irgendwie, die Relation stimmt nicht mehr von dem, was ausgezahlt wird und von dem Aufwand, den ich habe. Mhm. Das ist auch oft der Fall. Oder ich stehe hinter dem Programm nicht mehr. Wie auch immer, es gibt ganz viele Gründe und es gab für mich immer mal irgendwo einen Grund dafür zu sagen, okay, das ist jetzt für mich hier jetzt nicht mehr passend. So, ne? Und dann versuche ich das halt irgendwie hinzukriegen, dass ich dann da irgendwie rauskomme, entweder mit einem klaren Schnitt, habe ich auch schon gemacht, oder ich versuche halt, dass dann vielleicht andere Leute anstatt meiner Stelle da mitspielen. Manchmal hat sich auch selbst irgendwie ergeben, dass mich Leute dann plötzlich nicht mehr angerufen haben, weil ich dann öfter nicht mehr konnte und dann war das auch so ein bisschen nonverbal irgendwie plötzlich der Fall, wo ich dann auch manchmal gedacht habe, so, ja, okay, bin ich da überhaupt noch dabei oder nicht? Aber es hat sich dann irgendwie so ausgefadet, sage ich mal. Auch okay. Ich glaube, also beide Seiten spüren, glaube ich, auch so ein bisschen, ob jemand noch zieht oder nicht. Ne? Ja. Das ist ja immer so, du hast selber gesagt, ne, wenn die Band nicht mehr motiviert ist, dann merkt man das auch. Mhm. Und dann passieren oft Sachen von selbst. Und manchmal ist es ja auch so, dass man ein neues Projekt hat, in das man eher investieren will, zeitmäßig, und dass man dann halt alte Sachen vielleicht auch mal wirklich weglassen muss, weil es einfach nicht mehr geht, zeitlich gesehen. Aber ich glaube, auch da ist es wieder wichtig, dass man einfach Sachen kommuniziert. Man darf immer sagen, also Leute, ich fühle mich hier nicht mehr so
ich sehe mich hier nicht mehr so, ich fühle es nicht mehr, das ganze Ding. Mhm. Und man kann es hier oft nicht so genau erklären, warum eigentlich. Mhm. So, ne? Entweder gefallen einem die Songs nicht mehr oder vielleicht fühlt man sich nicht mehr wohl in dem sozialen Gefüge. Mhm. Es gibt so viele Gründe und ich glaube, man kann immer sagen, ich nehme mich da nicht mehr, ich will heraus oder so. Also, während du das alles erzählst, gehe ich so meine ganzen Erfahrungen durch gerade. So, wie war das denn bei mir bei den Punkten, wo ich ausgestiegen bin oder aus welchen Gründen hat man so gedacht, warum steigt der jetzt gerade aus? Oder warum? Also als Manager? Nee, auch als Musiker, beides. So, warum du ausgestiegen bist? Ja, oder warum ist jemand anders ausgestiegen? Ich versuche das gerade so, mich daran zu erinnern, wie es in meinem Leben war, in diesen Momente quasi. Gab es da einen Fall, wo du sagst, das ist hängen geblieben, da kannst du dich noch gut daran erinnern? Ja, es gab so zwei Dinge, wo ich selber ausgestiegen bin. Das war schon eine Sache, die ich mir dann lange überlegt hatte. So, das war jetzt nichts im Affekt oder so, sondern das war wirklich langfristig. Einerseits, weil ich wusste, wenn ich da jetzt aussteige, dann ist auch der Manager weg. Ja. Also es ist nicht nur, da steigt jetzt ein Saxophonist aus, denn das ist sicherlich ersetzbar in vielerlei Hinsicht. Bist du auch mal länger bei was dabei geblieben, weil du gemerkt hast, wenn ich da jetzt aussteige, dann tun sie sich schwer oder so irgendwas? Naja, das jetzt so nicht in der Form. Es gab schon auch andere Projekte, wo ich so gedacht habe, boah, das ist jetzt aber alles zäh gerade hier. Vielleicht wäre der eine oder andere schon viel früher, hätte da die Reißleine gezogen. Ich habe aber immer so gedacht, das ist aber trotzdem ein mega geiles Projekt eigentlich. Ich finde das Projekt an sich geil, aber wir haben gerade unglaublich viele Schwierigkeiten. Wir haben gerade, was weiß ich, finanziell Ding. Oder wir haben irgendwie, die Lebensumstände haben sich halt bei den Leuten total geändert. Man hat angefangen, als man grün hinter den Ohren war und mit 150 Euro Gage happy war. Mhm. Und jetzt ist man aber einfach 6 Jahre älter und man hat sich total weiterentwickelt und will und muss auch mehr verdienen. Und dann ist einfach, wie du sagst, vielleicht die Frage, wie viel Zeit kann man noch investieren? Mhm. Dann will der eine in seinem Leben in die Richtung gehen, der andere in die Richtung. Man will aber trotzdem dieses Projekt nicht aufgeben, weil es so geil ist eigentlich. Ja, klar. Die Momente gab es schon auch. Und es gab auch einen ganz, das war für mich eindeutig, das war einfach so ein Moment, wo wir wirklich an einem Punkt waren. Da hatte sich das Programm, es waren schon mehrere CDs entstanden, es waren mehrere Projekte, also Programme, Bühnenprogramme entstanden, die man immer so auch mit bewusst, das ist ja häufig so, du gehst nicht mit dem gleichen Programm 10 Jahre auf Tour, sondern die Tour heißt dann anders, das Programm heißt anders und man hat neue Sachen gemacht, neue Songs. Und dann war klar, man hat so das abgespielt und jetzt wäre der Zeitpunkt gewesen, Leute, jetzt müssen wir wieder in den Proberaum gehen und proben, wir müssen neu anfangen. Mhm. Und dann war so klar, dann habe ich angefangen, Probetermine zu organisieren und das auch ganz klar formuliert, Leute, pass auf hier, Ziel muss sein, wir müssen neue Songs schreiben. Wäre es nicht cool, jetzt uns ein Dreivierteljahr Zeit zu geben, neue Sachen zu schreiben, neue Arrangements zu schreiben, die zu proben. Dafür braucht man mit Sicherheit 10, 12 Proben, so irgendwie innerhalb des nächsten Jahres oder Dreivierteljahr. Und dann wäre es geil, wenn wir zu dem Zeitpunkt ein Video machen würden oder eine neue Release machen können, damit ich dann angefangen kann zu booken für das Jahr drauf. Denn Booking beginnt ja immer so im Herbst fürs nächste Jahr. Mhm. Wäre also cool, wenn wir bis Herbst das so fertig hätten, damit wir den Sommer drauf spielen können. Sonst können wir den Sommer nicht spielen. Das ist längerfristiges Plan dann, ne? Ja, genau. So und dann habe ich da festgestellt, okay, die Termine, die ich vorschlage, da findet kein einziger Probetermin statt. Das geht nicht. Die Leute sagen alle, ich kann nicht. Ich muss unterrichten oder ich habe die Band, ich habe das. Ja, okay. Und das hat sich so als, ohne dass man da irgendwelchen Leuten Vorwürfe machen will oder so, sondern es ist einfach, die Lebensumstände haben sich einfach so verändert, dass man nicht mehr in der Lage war, auch je größer die Besetzung wird, ist natürlich dann immer auch so ein Thema. Und da habe ich dann so für mich überlegt, okay, das habe ich jetzt einige Jahre lang gemacht. Und ich würde es an sich total gerne, ich würde diesen Schritt weitergehen wollen, wieder neu investieren, neues Programm machen, neu Gas geben. Aber wenn ich merke, dass ich oder nur wenige Leute da in der Lage sind, das mitzugehen, und die meisten eher sagen, naja gut, wenn es irgendwie reinpasst, mache ich es, aber ich kann leider, mittwochs kann ich nie oder donnerstags kann ich nie. Ja. Wenn man so merkt, okay, da sind Restriktionen da, da habe ich dann gedacht, okay, dafür ist mir dann meine persönliche Zeit, wurde mir dann zu wichtig oder zu heilig, weil ich kann auch andere Dinge machen oder andere Dinge anschieben oder in meinem Leben andere Dinge machen, die mir dann
vielleicht Bottomline mehr bringen. Ja. Und dann habe ich da mal so einen klaren Schlussstrich gezogen. Das war so eins der ersten Male, wo man dann aber auch so das Gefühl hat, scheiße, jetzt, jetzt beendige ich was, wo ich eigentlich total dran hänge. Aber, aber die Umstände haben sich einfach geändert. Das war so eine pragmatische Entscheidung letztendlich. Mhm. Ohne, dass man sich zerstritten hat oder dass irgendwie Riesenprobleme da waren oder so. Mhm. Sondern einfach nur, wo man gemerkt hat, okay, das, ich kann das so nicht weiterführen. Ja. Da kommt man auch wieder an so einen Punkt Überforderung, Unterforderung. Ne? Weil, also im Sinne von... ich würde gern mehr machen, aber mir sind die Hände gebunden aus irgendwelchen Gründen. So, und ich glaube, ich hatte das auch schon oft gehabt, dass ich irgendwo mehr machen wollte in der Band oder motivierter war als der Rest. Und dann auch gemerkt habe, ich stoße hier ständig an so eine Mauer dran. Mhm. Also wenn man das merkt und man das Gefühl hat, dass, also das kann ja auch total frustrierend sein. Ne? Also Überforderung ist auf der einen Seite sehr... anstrengend, aber Unterforderung mindestens genauso. Und ich glaube, es gibt da so eine Grenze, ne, zwischen den beiden, ja, Stellen, dass man so irgendwo sich in der Mitte bewegt und gucken kann, wie weit kann man, ja, da in die andere Richtung oder in die jeweilige Richtung reingehen. Aber ich hatte das auch schon, dass ich gesagt habe, so, okay, ich muss hier aussteigen, genau aus dem Grund auch, ich gehe jetzt so viel Zeit drauf und ich will aber eigentlich da mehr machen und, ja, so. Ne? Das ist auch ein Grund gewesen. Aber ich bin jetzt nicht sicher, ob wir so ein bisschen wegkommen vom Thema, weil es sind ja eher so Band-Geschichten und Entscheidungen, wann man, ja, da jetzt austritt und so. Ne? Generell ist es für mich jetzt auch so einfach wichtig, auch mal, okay, da draußen sind so viele Leute, die halt irgendwie... Die wollen halt ein Album aufnehmen oder Songs aufnehmen, wollen ins Studio gehen, wissen gar nicht, wie sie das anfangen sollen. Die wissen, ne, also es gibt Leute, die wollen einfach, die wissen, die haben Songs, die schreiben Songs, aber die wissen nicht, was sie machen sollen, damit das Zeug auf ein Album kommt oder wie ich das realisieren kann. Mhm. Und dann gibt es halt ganz, ganz viele Wege. Ne? Es gibt Leute, die sitzen allein im Studio und die machen dann ihre Skizzen, ihre Vorproduktion. Und dann ist immer die Frage, spielt da noch ein anderer Musiker drauf oder, mhm, spielt da eine komplette Band drauf? Mache ich eine Band-Session? Mhm. Lade ich eine komplette Band ein? Oder mache ich Step-by-Step und hole die Musiker, mhm, einzeln ins Studio? Und ich glaube, da ist ja mittlerweile so viel passiert. Es ist ja nicht mehr so wie früher, dass man gesagt hat, okay, wir haben jetzt ein Budget von der Plattenfirma, wir haben 200.000 D-Mark, mhm, wir gehen jetzt für eine Woche in das Studio. Diese Zeiten sind ja komplett vorbei. Ne? Mittlerweile sitzen die Leute zu Hause am Laptop und es geht eigentlich noch nicht mal mehr um ein Album. Es geht darum, okay, genau, ja, ich hab einen Song, den bringe ich als Single raus. Das ist ja jetzt eigentlich so das, was eigentlich öfter, also, ja, meistens der Fall ist. Ja. Und trotzdem ist es dann so, dass man nicht immer nur einen Song in der Pipeline hat. Man hat vielleicht irgendwie 12 Songs auf der Festplatte, die gerade so halb fertig sind. Mhm. Wie ist es bei deinen Projekten gewesen? Du hast ja auch Instrumentalsachen gemacht. Wie hast du da einen Überblick behalten, dass du sagst, okay, hier sind jetzt etliche Songs auf der Platte. Vielleicht ist ein Song dabei, der irgendwie gar nicht reingehört. Und da will ich vielleicht noch einen Drummer drauf spielen lassen, da nicht. Wie hast du das wirklich gehalten? Naja, also bei meinen Instrumental-Releases, die ich gemacht habe, da war das eindeutig, also von vornherein mal so ganz klar gesetzt, das sind Projekte, die mache ich, weil ich da Bock drauf habe, Musik zu releasen, die ich nirgendwo sonst unterbringen könnte, ja, weil das mit Holzblasinstrumenten, multi-instrumentales Zeug, die habe ich teilweise für Theaterprojekte geschrieben oder hatte die Songs rumliegen, weil ich sie schon mal irgendwo in der freien Woche irgendwie mal angefangen hatte zu produzieren. Mhm. Da ging es mir null darum, dass Leute eine Platte kaufen, dass ich damit irgendwo mal auch live spielen würde. Mhm. Es stand also gar nicht im Raum, dass das Projekt irgendwie auch mal auf eine Bühne muss oder ich brauche eine Band, so, ja, irgendwie. Also ab diesem Punkt, wo die Musik gemastert ist, und ist sie draußen, genau, und wenn dann damit was passiert, weil irgendjemand sagt, das gefällt mir, aber kann ich das benutzen oder kannst du mir was schreiben oder für einen Film oder whatever, ja, das hat es so an ein, zwei Stellen dann mal ganz klein gegeben, aber ich hatte die Absicht gar nicht. Aber du hast ja rausgebracht. Genau. Und gab es da Hürden bis zu dem Weg? Ja, natürlich, ja klar.
Also das selber zu Hause sitzen, die Songs schreiben und meine Parts zu recorden, das ist ja, ich meine, da muss man halt den Arsch selber hochkriegen, die Zeit zu nehmen dafür. Ja. Das war nicht das Problem. Es kostet mich auch kein Geld, weil ich, wenn ich frei habe, kann ich mich an den Rechner setzen. Hast du deine Songs ausnotiert beim Komponieren? Mal so, mal so. Ich habe erstmal, manchmal waren es Basslines, manchmal waren es Melodiefetzen, um dann aber wiederum, weil ich die ja häufig dann so mit mehreren Blasinstrumenten so layermäßig gemacht habe, ja, genau. Dann müssen das ja dann relativ schnell Arrangements werden. Eben, das sind ja komplexe Strukturen, die du da komponiert hast. Ja, deswegen musste ich dann ab dem Punkt, wo ich gemerkt habe, der Song könnte einen geilen Vibe bekommen, jetzt muss ich mir aber mal überlegen, wie ich den B-Teil und die C- oder whatever-Teil, den muss ich kurz arrangieren für 4 Flöten und 2 Klarinetten. Okay. Weil da kannst du nicht einfach nur eine Spur einspielen, dann spielst du auch Spaß die nächste drüber und dann die dritte, ja, ja, und dann die vierte, die fünfte, sondern da musst du schon die Noten vor Augen haben, um auch effektiv im Studio schnell arbeiten zu können, damit man nicht irgendwie so rumprobiert und wieder alles löscht. Also die habe ich schon teilweise dann ausnotiert. Jetzt bist halt du ein Typ, der das kann, ne? Ja. Also du bist jetzt ein Typ, der so einen Satz sogar schreiben kann. Es gibt halt andere Typen. Zum Beispiel, die brauchen dann Hilfe da. Genau. Ja. Und dann, wenn ich zum Beispiel jetzt in meinem Fall, ich kann sowas auch aussetzen, ich brauche ein bisschen länger, es geht dann oft schneller, wenn ich jetzt zum Beispiel als Gitarrist einen Song komponiere, indem ich jetzt dich anrufe und sage, Axel, ich will hier ein Blazes drauf haben, kannst du mir was schreiben? Ja, genau. Und da haben ja Leute auch oft Angst davor, ja, aber wenn ich jetzt einen Blazer anrufe, was soll ich dem dann geben? Ich habe ja gar nichts ausnotiert und so. Da braucht man überhaupt keine Angst haben. Man spricht einfach dich an und macht mit dir natürlich eine Gage aus oder auch nicht, je nach Projekt. Aber oft läuft der. Spricht man ja erstmal drüber, was. Genau. Genau, aber ich kann dann sagen, okay, ich habe für mein Projekt ganz einfach einen Typen, der da einen Bläsersatz organisiert und die machen das unter sich aus. Genau. Weil viele haben ja da schon Angst, wenn sie hören Bläsersatz. Dass das dann so kompliziert wird. Ja. Aber man hat vielleicht einen einfachen Song, irgendeine coole Reggae-Nummer, alles cool und ich will da jetzt Blazer drauf. Lass die Jungs mal losrennen, was anbieten und dann kommen die ins Studio, machen das. Also das geht ja auch super easy. Da kann man, also bei mir war es dann zum Beispiel so, ich kann natürlich die Arrangements, was das angeht, selber schreiben, aber ich bin dann so bei den letzten Sachen, die ich gemacht habe, an den Punkt gekommen, dass ich so gemerkt habe, die Sachen, die ich davor hatte, da waren dann so Loops, Drum-Loops, Grooves und so Sachen, die ich teilweise auch selber programmiert hatte. Und da bin ich leider sehr schlecht drin. So, das in Drum-Programmierung? Ja, einerseits Sound, Drum-Sound-Programmierung bin ich total schlecht. Und ich bin aber auch, ich bin, glaube ich, harmonisch, melodiös. Das kann ich. Oder da bin ich, das am ehesten meine Sprache sozusagen. Ja. Aber so mit Rhythmen, ich finde es geil, wenn ich einen Drummer spielen höre, das gefällt mir mega geil. Ja, genau. Ich kann zwar mittlerweile sagen, das ist jetzt ein Shuffle oder das ist irgendwie ein Drum-and-Bass-Groove oder so, aber ich selber jetzt am Rechner da irgendwas hinprogrammieren, da bin ich am schlechtesten drin. Ja. Und deswegen gab es 2, 3 Nummern, wo ich dann dachte, das muss jetzt ein Trommler machen. Ich brauche jetzt einen Trommler, der das macht. Und eigentlich brauche ich auch einen Pianisten. Ich kann zwar ein bisschen Klavier spielen, aber so Rhodes oder Moog oder so, ich brauche da jetzt jemand, der irgendwie das auch geil spielt. Ja, nicht versteht nur, und dann. Genau. Und dann habe ich dann in dem Fall 2 Leute gefragt, habt ihr Bock, Klavier, Schlagzeug zu machen? Und bin dann auch ins Studio und habe die aufgenommen, die Jungs, und habe dann quasi auch dafür dann Kohle gezahlt. Das war aber auch Corona-Thematik, da gab es dann diese Möglichkeit, wie bei dir auch, dann Gagen zu zahlen. Yeah. Und dann habe ich auch mir überlegt, jetzt habe ich 1, 2 Nummern, die finde ich geil, jetzt will ich dann ein cooles Video machen. Ich habe dann ein Video in Wien gedreht mit einem bekannten Regisseur, den ich kenne, Filmemacher. Das hat aber auch arg viel Geld gekostet, obwohl er einen super Deal mir gemacht hat. Aber natürlich fährst nach Wien, machst irgendwie bla 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 und es hat dann schon Kohle gekostet. Aber das könnte ich nicht. Ich kann kein gescheites Video drehen. Also zumindest nicht so, dass es mir nachher so gut gefällt, dass ich dann sage, das ist so auf dem Level, wie die Musik ist. Das heißt, auch da vielleicht sich selbst hinterfragen, was kann ich nicht, wo bin ich gut drin, wo bin ich nicht gut drin und dann einfach sagen, da wo ich nicht gut drin bin, da brauche ich einfach Support von anderen Leuten und dann einfach aktiv sagen, was kostet mich das oder kannst du mir jemanden empfehlen, wer könnte mir da helfen und dann einfach Hose runter, pass auf, ich habe nur 1.000 Euro oder ich habe gar kein Geld, kann ich für dich irgendwas machen, wenn du das für mich machst, hast du Bock drauf und wenn er dann Bock drauf hat oder nicht, ne? Also, dass man, es gibt immer irgendwie Wege, das zu realisieren, aber ich glaube, diese sich selbst einschätzen, das kann ich nicht
und wie, wen brauche ich, damit ich das umsetzen kann? Mixmaster, nachher Grafik ist eine Sache oder Video machen. Und ich glaube, es kann beides funktionieren. Ne? Also zum Beispiel meine CD-Covers, die habe ich immer selber gemacht. Ich bin jetzt auch kein Grafik-Weltmeister, aber ich kann auf jeden Fall mit Photoshop umgehen und kann habe ein bisschen eine Designvorstellung und kann fotografieren und kann da was schrauben. So, ne? Und habe da auch ein bisschen eine Herausforderung drin gesehen, so mein eigenes Art-Projekt so zu machen und habe das auch mit einfließen lassen in dieses Gesamtprojekt. Und dann gibt es natürlich Momente, wo ich jetzt zum Beispiel mit Marvin Skondo ein Video gemacht habe in meinem Studio, da habe ich jemanden gebraucht. Ich habe damals dann den Tobi Stulz angerufen, der total spezialisiert ist auf Musikvideos, selber Gitarrist, super Gitarrist. Und der wusste genau, was da zu tun ist. Ne? Also, um jetzt auf das Projekt zurückzukommen, wenn ich natürlich Leute anrufe, von denen ich weiß, die kommen ein bisschen aus diesem Umfeld. Also ein Musiker, der Filme macht, das ist halt super, ne? Weil mega, ich weiß ganz genau wenn ich den jetzt anrufe, der kennt den Prozess schon. Ja. Es gibt ja Filmemacher, die noch nie eine Band aufgezeichnet haben. Ich hatte das auch mal gehabt, dass ein Videokünstler, ein Kameramann dann uns gefilmt hat und der hat nicht verstanden, dass wir verschiedene Versionen machen und jede Version ein bisschen anders klingt. Er dachte, dass jede Version gleich gespielt wird. Und dann kann die Sachen einfach nachher dahin schneiden und dann sieht das super aus. Ja, verstehe. Genau. Und das muss man, glaube ich, verstehen, dass wir Musik machen, die oft einen sehr hohen Improvisationsanteil hat. Der Schlagzeuger spielt einfach mal das Fill da so und mal da so. Ja. Das heißt, die Hände sind immer woanders. Er kann nicht einfach das da drüber schneiden. Ja. Und das muss ein Videofilmer halt erstmal kapieren. Muss man drüber reden, was für eine Art von Video will man haben. Und muss man drüber reden, ja. Und wenn dann der Videomann aber halt dann sagt so, ja nee, kann ich schon. Ja. Ne? Und dann stehst du am Ende dann da und hast viel Zeit investiert und es funktioniert nicht so gut. Ne? Und der Tobi hat das halt super krass on point gemacht im Proberaum bei uns. Aber auch da hilft eben Kommunikation. Ne? Also wenn ich einen Schlagzeuger anrufe, wenn ich einen Videomann anrufe oder einen Arrangeur für whatever, reden. Ich habe letzte Woche die Situation gehabt, dass mich jemand angerufen hat für ein Horns-Recording. Der wollte so verschiedene Saxophone, afrikanisch klingende Dinge, so Afrobeat-mäßig. Und dann habe ich den Song bekommen und alles per Telefon, also gar nicht jetzt irgendwie gemeinsam im gleichen Raum. Und dann einfach kurz mal, was willst du? Willst du hell-dunkel? Willst du Party? Willst du düster? Willst du busy? Willst du ganz wenig? Mhm. Soll ich nur die Keys doppeln? Also wirst du mal wirklich viel auslotet, viel redet. Wie stellst du es dir vor? Aber das funktioniert auch nur mit Erfahrung, finde ich. Ja. Du kannst über Sachen reden, aber ich glaube, man kann nur über Sachen reden, wenn man ungefähr schon mal weiß, was könnte da nicht gut laufen oder was könnte zeitraubend sein, weil das weißt du halt schon. Du weißt halt schon, okay, wenn ich das jetzt mit dem bespreche, dann spart das eine Menge Zeit. Darum ging's das ist mir. Deine Erfahrung. Genau, darum ging es mir. Ich will genau wissen, was möchte der, sonst mache ich 5 verschiedene Dinge und muss nochmal und nochmal und nochmal. Weil du schon die Erfahrung gemacht hast. Genau, also deswegen auch da Kommunikation sehr, sehr, sehr wichtig, finde ich. Aber da ist man ja dann quasi schon in diesem Prozess. Man hat den Song geschrieben, man hat seinen Part vielleicht schon geleistet, merkt jetzt, man braucht vielleicht da ein bisschen Support von anderen Leuten. Ja. Wenn man dann das Glück hat, und das ist ja leider auch immer wirklich eine Glücksfrage, die richtigen Leute zu treffen oder dass es dann miteinander gut harmoniert, dann passieren da manchmal schöne Dinge. Dann wird ein Musikvideo toll, dann wird vielleicht der Mix toll. Und was ich ehrlich gesagt auch immer wichtig finde, ist dann letztendlich, wenn man was fertig hat, wenn man einen Mix fertig hat, wenn man ein Video fertig hat, einfach mal ein paar Tage liegen lassen und vielleicht mal ein paar Unbeteiligten zeigen, von denen man weiß, wie sie ticken. Also so, wie gefällt dir das? Ja. Und einfach dann auch kritikfähig zu sein und sagen, Alter, hier da an der Stelle, das klingt total scheiße. Oder da komme ich jetzt gerade raus, der Song ist viel zu lang, da komme ich total raus an der Stelle. Was muss das denn 6 Minuten sein, reichen nicht 5 Minuten? Und dass man so selbst sich dann auch noch kritisch hinterfragt, solche Meinungen anzunehmen, um dann vielleicht wirklich so die Betriebsblindheit nochmal ad acta zu legen. So in diesen letzten Prozessen, Mix, Videoschnitt, da vielleicht lieber einen Tag mehr liegen lassen, wenn man keine Deadline hat. Und nochmal Revue passieren lassen und nochmal gucken, damit dann dieser ganze Prozess auch
mit mehreren Augen vielleicht betrachtet wird und eingeschätzt wird. Du hast da eigentlich so zwei wesentliche Grundpfeiler auch mit angesprochen, nämlich Sachen evaluieren zu können, Sachen nochmal im Rückblick bewerten zu können, ohne dass jemand da irgendwie, wie soll ich sagen, ja, dass man jemandem auf die Füße tritt, sondern dass man wirklich ganz objektiv der Sachen bewerten kann und gucken kann. Und das andere war Team, ne? Also ein Team, ich finde, ein Team kannst du zusammenstellen, aber meistens weiß man das erst, wenn man ein paar Sachen schon gemacht hat. Mhm. Ja, weil, wer dann der Richtige ist. Oder? Eben. Ja. Und ich glaube, man sollte, wenn man Projekte verwirklichen will, sollte man sich auch zugestehen, dass man viele Sachen auf dem Weg auch lernt erstmal. Ne? Weil manchmal ist es ja so, dass viele Leute ein Projekt erst gar nicht anfangen, weil sie ständig denken, die brauchen noch irgendwas. Ja. Und da sollte man auch ein bisschen gucken, dass man sich da nicht zu sehr im Weg steht, sondern dass man sagt, okay, klar, ich muss viel planen, aber ich muss auch erstmal losrennen manchmal. Ja. Und muss manchmal reinrennen in die Situation und dann auf dem Weg ein paar Sachen noch mitnehmen. Ne? Das ist auch manchmal der Fall und ich kenne das auch. Umso mehr Erfahrung man hat, desto besser kann man es auch. Ja. So, ne? Jetzt hatte ich gerade noch eine Idee, die ist mir aber jetzt weggerutscht. Was wollte ich noch sagen? Aber auf jeden Fall, genau, die Sache Team ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man mit der Zeit, wenn man viel macht, einfach sicherer wird mit Sachen und mit Leuten, wie man anrufen kann, man wird schneller. Und deswegen ist es einfach auch oft ein Prozess so, der mit der Zeit immer besser wird. So, und man wird sicherer. Ich meine, guck dir Sing Meinen Song an, wir sind jetzt im 11. Jahr. Das erste Jahr, da waren ganz viele Sachen, die musste man wirklich aus dem Stegreif versuchen hinzukriegen. Mhm. Oder man musste wirklich da, man hat vielleicht ein bisschen länger gebraucht und Sachen waren ganz neu. Obwohl wir schon super krass vorbereitet waren eigentlich. Also es war schon sehr viel vorgeplant. Ja. Ich glaube, es ist schon immer gut, möglichst genau vorzuplanen. Vielleicht auch mal so ein kleines Horrorszenario kurz zu visualisieren, mal zu gucken, was, ne, Worst-Case-Szenario. Aber ich hatte vor kurzem in meinem Patreon-Kanal auch mal darüber geredet. Wenn du jetzt ein Worst-Case-Szenario aufbereitest. Du musst als Gitarrist Noten lesen zum Beispiel. Das ist zum Beispiel ein Worst-Case. aber wenn du so Horrorszenarien mal kurz so aufdeckst, was auch wirklich mal manchmal helfen kann, was wäre das Schlimmste, was passieren könnte, dann sollte man dem immer gegenüberstellen, was wäre das Beste, was passieren könnte, finde ich. Also ich glaube, man sollte gucken, auch wenn hier jetzt da, wenn es, ne, hier wäre jetzt die Katastrophe, Wetter ist scheiße, wir müssen irgendwie komplett das Ding abbrechen, wir müssen es woanders machen, aber dass man das gegenüberstellt, so, ne? Das, also ich kann als Produktionsleiter oder als Planer, sehe ich das so, ich selber habe solche Dinge nie gemacht für mich. Ja. Ich verstehe das so, planen und ich habe aber, ich versuche mir immer auch so einen gewissen Funken von, hey, ich lasse auf mich zukommen, was passiert, vielleicht wird es geil, vielleicht wird es nicht geil, es wird irgendwie werden, wie es ist. Und ab einem gewissen Punkt kann ich es eh nicht mehr beeinflussen. Ja. Ich kann viel planen, ich kann viel vorher richtig machen, die richtigen Leute versuchen anzurufen. Ja, das ist ja sowieso diese Unberechenbarkeit, also diese Komponente, die einfach nie vorhersehbar ist, die ist ja immer da. Ja, und da ich meine, was ist, wenn du jetzt mit Typen angerufen hast und die kriegen ihre Kohle und dann merkst du, jetzt so geil ist das Video nicht geworden, wie ich dachte, das wird. Aber vielleicht, weil ich nicht richtig kommuniziert habe oder weil... Aus welchen Gründen auch immer. Okay, dann ist es so, dann akzeptiere ich das aber auch und dann mache ich es beim nächsten Mal anders oder hoffe, dass es beim nächsten Mal besser läuft oder so. Aber aber dann hast du aber auch in dem Fall hast du gesagt, okay, das ist jetzt irgendwie scheiße gelaufen, aber ich kann es mitnehmen ins nächste Projekt. Ja, genau. Die Erfahrung. Die Erfahrung zumindest, ja, genau. Ja. Passiert auch immer mal wieder so, ne? Wenn du Dinge gemacht hast, wenn du jetzt deine Platte released hast und deine Monochrome-Dinger oder die ganzen Sachen, die du auch schon gemacht hast, kennst du den Moment, wenn es fertig ist? Du hast jetzt das finale Ding und weißt jetzt, okay, das ist jetzt, gerade habe ich den finalen Videoschnitt bekommen oder den finalen Mix bekommen. Wie machst du das? Hörst du dir das 50 Mal an? Oder hörst du es dir zweimal und denkst, ja, ist ganz geil oder und legst es dann weg? Oder hörst du es so weit bis zu dem Punkt, dass du sagst, jetzt kann ich es nicht mehr sehen? Also da gibt es ja den Begriff Overthinking, ne? Ja. Und das ist, glaube ich, mit der Erfahrung lernt man irgendwann, wie arg versuche ich mich da reinzusteigern und wie arg nicht. Ja. Ich glaube, man lernt immer mehr, wo man
Sachen dann loslässt. Mhm. Ich glaube, ne, dieses Loslassen ist ein ganz wichtiger Teil vom, genau, von so einem Projekt. Weil ich muss ja, wenn ich ein Album fertig gemischt habe, muss ich natürlich irgendwann das Ding fliegen lassen. Ne? Ich muss loslassen. Manche Leute können das gar nicht und die brauchen ewig, bis überhaupt was released wird, wenn überhaupt, weil die genau diesen Prozess nicht hinkriegen. Dazu gehört so ein bisschen Mut, auch leichte Unperfektheiten zuzulassen, weil es ist ja nie bei 100%, es ist immer so vielleicht bei 97%, 95%. Ja, selbst das ist ja alles total subjektiv. Jeden Track hättest du dann doch nochmal irgendwo besser spielen können. Ja. Ich hätte dann da doch nochmal das Solo geiler spielen können. Und ich habe mich da auch schon so verstrickt in solchen Sachen, dass ich Songs so oft aufgenommen habe, dass das dann irgendwann zerflattert und dann einfach ich auch keinen emotionalen Bezug mehr dazu habe. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine große Kunst, zu wissen, okay, jetzt höre ich auf. Ja. Ich glaube, das ist mit die größte Kunst überhaupt. Wenn du ein Album mischen musst als Mischer, zu sagen, das ist vorbei jetzt, ja. Aber das ist ja pure Professionalität. Ja. Zu wissen, wann ist das Ding fertig. Das ist für mich der Begriff der Professionalität. Mhm. Nämlich zu wissen, wann höre ich auf und wann ist genau jetzt das Ziel erreicht. Da müssen wir mal mit Steely Dan drüber sprechen. Ja, aber die haben es ja auch immer geschafft am Ende. Ja, irgendwann waren sie auch fertig. Wahrscheinlich war es schwierig. Vielleicht war jemand anderes da, der gesagt hat, Leute, wenn ihr es morgen nicht abgibt, dann könnt ihr mich mal. Ja, so, genau. Dann kann jetzt auch jetzt sein. Ist jetzt endgültig. Ja, wissen wir nicht. Ne? Ja, aber genau. Hey, ich glaube, das ist ein riesen psychologisches. Aber gab es so für dich schon Momente, wo du gesagt hast, ich bin jetzt fast am Ende oder ich bin so im letzten Drittel vielleicht von dem, bis jetzt endlich mal irgendwas released wird, sei es jetzt Musik oder Video oder whatever. Hm. Und du weißt aber, es ist eigentlich nicht so geworden, wie ich es haben will, aber ich haue es jetzt trotzdem raus. Oder irgendwie, ich habe schon so viel Geld investiert, es wäre total schade, es jetzt nicht zu machen. Ja. Aber kennst du so Momente? Kenne ich solche Momente? Also ich habe ja 3 Alben gemacht und ein Instrumentalalbum. Und die waren natürlich alle so gut, dass du glücklich auf die Bahamas geflogen bist. Die waren vor allem so erfolgreich, dass ich jetzt alle Schärfchen im Trockenen habe. Nee, die Schärfchen, die rennen bei mir rum und sind teilweise sogar abgehauen. Es ist nicht so, dass ich jetzt bei jedem Song sagen würde, ich bin jetzt, wie soll ich sagen, also es gab ein paar Songs, da habe ich gesagt, okay, das sind meine Top 5 oder so. Ja. Und ein paar andere Songs, die sind so, dass ich sage, okay, ich habe die jetzt geschrieben, die sind auch irgendwie fertig und die haben auch irgendwie eine Bedeutung. Ja. Aber das sind jetzt nicht meine Favorites oder so. Aber die kommen trotzdem aufs Album, ja, okay, weil die das Gesamtwerk einrahmen. So, ne? Mhm. Also aber ich glaube, das geht jedem so, der ein Album macht. Es gibt natürlich Songs, die eher so mitlaufen. Ich würde sogar sagen, bei der ersten Coldplay und bei der zweiten sind Songs dabei, die irgendwie mit aufs Album gekommen sind, weil sie vielleicht noch Stoff gebraucht hatten. Mhm. Das ist jetzt eine krasse Unterstellung, aber ich lehne mich mal aus dem Fenster und würde sagen, dass das ganz oft passiert. Muss jetzt nicht Coldplay sein, aber ich glaube, bei ganz vielen Projekten. Ich gieße mir Wasser ein für diejenigen, die nicht das Video sehen. Und das ist, glaube ich, das ist ganz oft der Fall, ne? Dass so Songs mitlaufen, einfach als Verschnitt, damit das Album irgendwie genug länger hat. Und so. Ja, aber es gibt ja schon so Momente, wo du einfach merkst, ich habe jetzt so viel Geld investiert oder ich habe so viel schon gemacht. Also ich habe einige Songs auf meiner Festplatte, wo auch Musiker drauf gespielt haben schon, die ich nicht rausgebracht habe. Mhm. Ich habe gerade jetzt einen Song, an dem arbeite ich schon seit vielleicht 6 Jahren oder so, immer mal wieder. Den hat Mario gespielt, der allerdings richtig geil gespielt hat, aber ich bin mit meiner Gesangsgeschichte dann nie irgendwie klar gekommen. Mhm. Jetzt hat der Matthias nochmal drauf gespielt und jetzt will ich den, glaube ich, auch mal rausbringen, vielleicht so als B-Side oder so. Nein. Ich habe ja schon ewig keine Songs mehr geschrieben, das ist ein anderes Thema. Mhm. Das liegen noch etliche Sachen so rum. Mhm. Ne? Mhm. Und manchmal ist es ja so, ich habe die Erfahrung schon gemacht, dass du ganz viele Songs schreibst und manche Songs so weglegst. Und dann kramst du mal wieder einen Song aus, der dann plötzlich aus irgendeinem Grund zum Leben erwacht. Ne? Mir ist es bei meinem Instrumentalalbum so passiert, dass ich glaube den zweiten Song von dem Album, der lief die ganze Zeit irgendwie auf meiner Festplatte so rum. Und dann habe ich irgendwann den Tommy Baldu drüber spielen lassen und plötzlich ist der Song aufgegangen. So, der hat eine ganz andere. Der hat plötzlich gelebt. Mhm. Ne? Und weil
dieses programmierte Schlagzeug, das da hinten dran lief, das war so ein bisschen monoton. Mhm. Und der Tommy, der hat einfach über den Song, der hat sich das ausgetobt. Mhm. Na, ich glaube, das ist der zweite Song auf dem Album. Und dann war das plötzlich so, krass, die Drums, die machen das Ding jetzt. Jetzt ist der Song da, wo er hin muss. Ja. So, ne? Und dann habe ich den Song auch verstanden auf einmal. Und das kann auch ganz oft passieren, dass du in deinem Projekt festhängst und manche Songs einfach nicht funktionieren. Mhm. Und dann versuch einfach mal irgendwie vielleicht eine Person mit einzufügen in das Projekt, der erstmal objektiv plötzlich neu dazukommt. Der kann die Sache um 180 Grad drehen. Die Erfahrung habe ich schon ganz oft gemacht. Ne? Das ist auch so eine erleuchtende Erfahrung, die ich gemacht habe, die manchmal wirklich weiterhelfen kann. Ne? Mhm. Einfach mal, hey, spiel mal das Saxophon drüber oder ein anderes Ding. Saxophon ist immer sehr erleuchtend. Das ist sehr erleuchtend. Das kann ich wirklich aus Erfahrung sagen. Und dann auf einmal kriegt der Song so eine Bedeutung. Vielleicht auch nicht. Vielleicht sage ich auch so, nee, also das ist jetzt wirklich nicht das Richtige. Nimm mal lieber eine Flöte und dann ist es vielleicht das so. Ne? Ja. Aber das ist manchmal so. Die Erfahrung habe ich schon oft gemacht. Wir merken, es ist ein total weites Feld. Wir kommen auch nicht zu einer, wie soll ich sagen, es gibt keine Grundregeln und so weiter. Aber haben wir mal versucht, irgendwie da so eine Art Austausch zwischen dir und mir. Und vielleicht hat es an der einen oder anderen Stelle auch mal eine Art Gemeingültigkeit. Oder vielleicht hat sich der eine oder andere da wiederentdeckt in den Dingen, die wir jetzt heute so besprochen haben. Ich hoffe, vielleicht gibt es ein paar Dinger, die doch irgendwo manche Leute noch nicht auf dem Schirm hatten. Das ist ja immer so, wenn man sich so austauscht, immer so die Hoffnung, dass da doch ein bisschen was aufblitzt und so. Ja. Aber ich, wie gesagt, also es gibt so ein paar Grundpfeiler für Projekte, die irgendwie dem Projekt helfen. Und manche Sachen, die kontraproduktiv sind, ne, die nicht so gut helfen, zum Beispiel jetzt zu lange drüber nachdenken und so weiter. Perfektionismus ist so eine Sache, was oft einem im Weg steht, wenn man sich zu lange mit sich selber auseinandersetzt. Man braucht dann vielleicht einfach mal jemanden von außen und so weiter. Also das sind alles so Sachen, die super krass helfen können, um dann so ein Projekt, und nicht nur eine Albumproduktion, auch vielleicht eine Videoproduktion oder vielleicht ich will einen Text schreiben oder ich will ein Cover machen, ich will mein Design irgendwie nach vorne bringen. Ich glaube, das sind alles so Sachen, die da irgendwie helfen können, wenn man da so ein bisschen, manchmal auch andere Leute mit ins Boot nimmt. Manchmal ist es auch geil, wenn man selber keine Projektidee hat und man gefragt wird für ein Projekt, hast du Bock, bei einem Projekt dabei zu sein? Ja, und dann werde ich manchmal getriggert. Das ist häufig bei diesen Theaterdingern bei mir so gewesen. Da gab es quasi eine kleine Vorgabe, nämlich eine inhaltliche, thematische Vorgabe, die dann bei mir irgendwas getriggert hat. Manchmal habe ich gesagt, da habe ich überhaupt keinen Einfall, da bin ich überhaupt nicht der Richtige für. Ja. Aber manchmal fand ich es dann geil zu sagen, hey, lass ausprobieren. Oder wenn jemand sagt, ich habe eine neue Band und ich brauche da hast du da eine Idee, irgendwie geil. Ja. Und das kann ja dann auch wieder eine Motivation triggern und kann ja, wenn man sich dann eben die richtigen Leute dazu holt, die vielleicht auch sich so einbringen, dass dann da was Neues draus entstehen kann. Das finde ich zum Beispiel auch manchmal geil, wenn man selber offen dafür ist, quasi in Projekte einzusteigen und helfen, diese zu verwirklichen oder sich da einzubringen. Das finde ich eine spannende. Ja, ich verstehe. Also ich glaube, manchmal ist genau das Nichtplanen vielleicht sogar die Lösung. Also ein bisschen. Ne? Ich kenne das auch von meiner Session, von meinem dritten Album. Ich habe Songs nur, ein paar Songs, war nur eine Skizze, nur ein Text. Ja, und ich habe, manchmal ist es so, wenn man so ein bisschen ins Blaue reinrennt, genau das Ding. Ne? Also ich will jetzt nicht in so einen Planungsfetischismus verfallen, sondern kann auch mal sagen, hey Leute, ich habe hier nur eine Skizze, lass uns daraus was machen, insofern man die Zeit im Studio hat. Aber manchmal kann genau die Planlosigkeit dazu führen, dass was Kreatives rauskommt. Genau. Das darf man auch nicht unbeachtet lassen. Quintessenz ist, wir wissen, dass wir nichts wissen. Wir wissen, dass wir nichts wissen. Aber wir haben trotzdem viel geredet. wir machen demnächst weiter mit einem weiteren Gast in der nächsten Folge. Yes. Da verraten wir noch nicht, wer es ist, aber es ist eine illustre Person. Natürlich, wie immer bei uns. Es wird legendär. Es wird legendär. Wir danken wieder fürs Zuschauen. Ihr wisst Bescheid, sagt allen Bescheid, erzählt euren Freunden und Nachbarn, dass es unseren Podcast gibt und
Wir kriegen ja total viele schöne Reaktionen, das wollte ich noch sagen. Vielen Dank dafür. Ja, also, total. Es kommen total schöne Sachen geflogen manchmal. Ne? Genau. Was uns auch letztendlich dazu motiviert, dieses Projekt weiter zu verwirklichen. Das hilft natürlich, ja. Nämlich, sonst hätten wir schon längst aufgehört. Hatten wir nicht am Anfang mal gesagt, die meisten Podcasts hören bei Folge 7 auf? Oder ja, so? Das war ja auch mein... Hast du das nicht gesagt? Das habe ich gesagt. Ich sage, wir machen bis 10. Bis 10, und ja. Und dann hören wir eh auf, ja. Wahrscheinlich. Jetzt haben wir 22. Also ich habe, um das jetzt an dieser Stelle mal deutlich, weil man ja viel kommunizieren soll, ich sehe nicht keinen Grund, diesem Podcast-Projekt eine Deadline zu setzen, sondern solange das so weitergeht, wie es sich aktuell anfühlt und die Leute auch so nett zu uns sind, dann würde ich ja gerne nochmal die eine oder andere weitere Folge machen. Es ist Open End und solange wir Spaß daran haben und wir Bock darauf haben, ist ja alles cool. Genau, eben. So ist es. Das ist das Wichtigste. Genau. Also ihr müsst Bock auf euer Projekt haben. Bam! Das ist das Wichtigste. Das ist das letzte Wort von dieser Folge. Tschüss. Tschüss.